Es ist bereits alles akzeptiert, was du erfährst. Wir hören und lesen immer wieder akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Auf der einen Seite ist es eine wunderbare Hilfestellung, auf der anderen Seite aus der Erkenntnis, was wir alle tatsächlich sind, ist es ein unnötiger Akt. Denn das, was wir erfahren, das, was du erfahren hast, jetzt erfährst und erfahren wirst, ist bereits an einer anderen Stelle akzeptiert worden, weil sonst wäre es nicht hier. Du als das wahre Selbst, das wahre Sein, die Existenz selbst, hast bereits zuvor entschieden, was du jetzt in deinem Wahrnehmungsfeld erfährst. Egal, ob es die Sonne ist, egal, ob es deine Gefühle sind, egal, ob es deine Beziehungen sind, egal, ob es deine Gedanken sind oder körperliche Aspekte. Alles, wirklich alles, jedes kleinste Detail, was du jetzt erfährst, ist zuvor akzeptiert worden, denn sonst wäre es nicht manifest geworden. Das heißt, du musst nicht mehr aktiv akzeptieren, weil es ja bereits hier ist. Wie gehen wir nun bestmöglichst mit dem Jetzt, mit der Gegenwart, mit den Tatsachen, mit den Fakten um? Indem wir den gegenwärtigen Moment und alles, was darin stattfindet, bewusst, entspannt wahrnehmen, wachsam wahrnehmen, geschieht die wahre Transformation. Es geschieht die Verschmelzung mit dem Leben, das Ich wird vom Leben wieder verschmolzen. Wir lösen uns von dem Gefühl, ein getrenntes Individuum zu sein und kommen in die Erfahrung, das Leben, die Einheit, die Existenz selbst zu sein. Und indem wir unsere Umstände, so wie sie jetzt sind, ansehen, ohne viel Story drumherum zu wickeln, ohne viel Geschichte drum zu machen, einfach nur pur die Fakten anschauen, wie sie sind. Gefühle sind hier, Gedanken sind hier, Körpersensationen sind hier, da draußen bewegen sich Farben. Wenn ich das einfach pur wahrnehme, bewusst wahrnehme, geschieht eine innere Weisheit. Ich verbinde mich mit dem, was ich wirklich bin, und indem ich ruhig werde dadurch, öffnet sich der Kanal von Intuition, Kreativität, und ich bekomme immer, immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Impulse, was jetzt in diesem Moment für mein Leben, für meine Umstände, für meine Beziehungen, für meinen Alltag notwendig sind. Wir schauen uns das jetzt an, wie es ist, ohne ein Etikett drauf zu geben, ohne ein Label drauf zu geben, ohne eine Geschichte drauf zu geben, ohne in ein Drama zu verfallen, ohne in ein Selbstmitleid zu verfallen. Wir schauen dem Leben in die Augen. Und dann werden wir eins mit dem Leben und erkennen, wir als entglaubtes Ichlein brauchen nichts mehr akzeptieren. Denn alles, wirklich alles, was jetzt da ist, können wir tragen aus der richtigen Perspektive, aus dem, was wir wirklich sind. Und wir sind ewiges Sein, die Existenz selbst.